Hier ist er. Hier ist er. So, neue Woche, neuer Vlog und immer noch verschleppt, immer noch krank, erkältet, aber jetzt hier mal, wir mussten endlich mal raus, wir können die ganze Zeit in der Bude hocken, deswegen sind wir hier mal kurz rausgefahren an den Paschkimost, ja, mit dem ganz, ganz tollen Ausblick hier über den Most, über die Brücke an sich, da drüben ist Velebitgebirge und Kleinfels auch natürlich. Immer wieder toll hier zu sein. Ne? Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr hier seid, satte Umgebung, dann fahrt hier auf jeden Fall an die Brücke. Weil hier drüben kannst du auch noch schön einkehren. Da kannst du dir einen Kaffee ziehen, ein Kaltgetränk. Ich glaube mittlerweile machen sie auch ein bisschen Fastfood-mäßig was. Ja. So, ein weiterer Tag hier ins Lande. Heute ist Dienstag, Tag Nummer 2 von der neuen Woche. Wir sind jetzt quasi hier schon beim Kreischow, waren aber noch in Sada. In der Apotheke neues Zeug holen, neue Tabletten holen. Dann waren wir das Auto noch waschen, war unbedingt nötig. Und ja, jetzt sind wir hier beim Abendessen. Und das sehen wir gleich, was es so Schönes gibt. So, was hast du heute im Angebot? Wolfsbarsch. Ein Wolfsbarsch. Ein bisschen Brot fürs Olivenöl. Ich habe hier die Gurmanska Pleskavica. Das ist quasi, ich sag mal, so blöd gesagt, wie eine Frikadelle gefüllt mit Schafskäse oder vielleicht auch wie bei den griechischen Bifteki. Genau. Guten. Mein Wolfsborsch. Eigentlich haben wir das noch nie gemacht bei uns, ne? So auf dem Kanal. Das wäre ein Taste-Check, ne? Schön durchgebacken. Ah, guck mal, hier ist noch Keimer dabei. Oh, mach jetzt Perfect Bite oder was? Perfect Bite. Ich versuch's zumindest. Bisschen Keimer. Malo Aiva, Zwiebel, Netto. Pommes? Ne, das ist egal. Gute Ahnung. Die haben es einfach drunter in der Kitchen alle. Irgendwo. Die Straße. Im Park. Wir wollten eigentlich so einen Strandabschnitt finden, wo wir den Harrison einfach mal kurz ins Meer lassen. Aber erzähl doch den Leuten, warum wir jetzt hier auf diesem Schotterweg sind. Ja, ich wollte einfach mal geradeaus fahren und gucken, was da so ist. Und jetzt sind wir ziemlich lange geradeaus gefahren. Was kommt lange nichts. Ja. Warum kommt hier nur bescheidener Weg? Schauen wir mal, wo wir das Ganze uns hinführen, ne? So, Kinders, wir haben 10.40 Uhr irgendwas heute früh. Sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Wir sind auf dem Weg nach Crkvenica. Zu einem besonderen Spot, wenn man so sagen kann. Und zwar eine Hunde-Spezial-Beach Deluxe-Klasse. Mal gucken, ob es dem Harrison gefällt. Mal gucken, ob wir noch sowas buchen können dort. So eine Cabana gibt es da, haben wir gelesen. Mal schauen, wie das Ganze wird. Jetzt sind wir gerade auf der Höhe, ich weiß gar nicht, 10 oder Otto-Schatz. Keine Ahnung. Irgendwo sind wir hier gerade auf einer Raste, damit der Kleine auch mal Pipi machen kann. Ja, also uns geht es schon wesentlich besser. In ein paar Tagen ist Abfahrt, Rückfahrt. Deswegen nutzen wir nochmal die Zeit und gucken, dass wir mit dem Kleinen hier nochmal was sehen in Crkvenica. Das ist quasi Richtung Rijeka. Und ja, gucken wir mal, wie das Ganze wird. Und ich weiß gar nicht, ob ich es aufgenommen habe, keine Ahnung. Aber uns ist vorgestern bei uns am Apartment, wo wir parken, unten jemand reingefahren. Beim Ausparken. Also wir standen ganz regulär auf unserem Parkplatz. Aber der Kollege hat gemeint, ein Panzer kann hier nicht ausparken. Was weiß ich, was der gedacht hat. Vielleicht ist das alles unnötig Stress. Ja? Jetzt hat er das quasi, die Versicherungsdaten gegeben. Dort angerufen, wenn wir in Deutschland sind, sollen wir uns dann hier einen Gutachter suchen, eine Werkstatt.
und das Ganze begutachten lassen, bewerten lassen. Kopfschmerzen, nur noch Kopfschmerzen. Jungs, der hätte einen Panzer ausparken können. Zwei, ein ganzes Bataillon hätte er einparken können, ausparken können. Und der Trottel, muss ich mir gerade so sagen, wie es ist. Zum Glück ist Auto Fahrt, ist nichts am Kofferraum, ist nichts kaputt, ist nur Lackschade, trotzdem, es kotzt mich an. So, Kinders, angekommen hier in Zurgwenica. Unser Ziel, sieht man es von hier, sind da hinten diese Cabanas, weil da ist dieser bekannte Hundestrand. Aber mal gucken, ob wir noch eine Cabana ergattern können. Weil heute ist bestes Wetter, beste Laune. Leute sind gut drauf oder auch nicht. Gucken wir mal. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob noch was frei ist. Bei Monty. Jetzt haben wir jetzt quasi hier so eine gezogen hier. Jenny deckt schon alles. Keine Sorge, hier ist nichts Wildes. Also man muss sagen, es hat irgendwie besser geklappt. Hat zwar noch einiges an Bellballast gehabt, viel gebellt, aber es hat ganz gut geklappt, ey. Ja, schön, schön sauber machen. So, und Harrison bekommt hier sein Hundebier. Hier ein Hundeeis ohne Süßli. Ungesüßt, versteht sich. Da habe ich so einen Brand. Das gibt's nicht. Aber ich behandle hier schon mit dem First Spray. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, was das für einen Vlog gibt. Ja? Ich weiß auch nicht, was das für ein Urlaub ist, wenn man den jetzt dann recappen irgendwann. Man sieht nur, wie ich mich gut verbrannt habe gerade. Jetzt sind wir auf dem Weg. Ich gehe nicht ins Wasser, ich gehe nicht mit. Also, ich gehe mit, aber ich gehe nicht ins Wasser. Wir fahren an den Hundestrand nach Privlaka. Das ist oben bei Saturn, nehmen wir die Richtung. Und da gucken wir mal den Hundestrand dort an, wie der so ist. Dann kann die Jenny mit dem Harrison baden. Ich hocke dann dort mit dem T-Shirt, weil die Verbrennungen sind echt nichts. Ja, da gehen wir mal mit und gucken, wie das Ganze ist hier. Und ja, ciao. Ich weiß, Kines, man soll nicht zum Megas fahren, bla bla bla, aber wir haben jetzt hier gesehen gehabt, beim Vorbeifahren, die haben eine neue Sorte, was heißt Sorte, einmal Sprite mit Watermelon, mit Wassermelone-Geschmack angereichert und dann gab es noch, was war das, die andere Sorte? Mit Maracuja Passion Fruit und da geben wir uns mal gleich mal einen Taste-Test hier an. Und natürlich darf die Ledna Cava hier, die gekielte Milchkaffee nicht fehlen. Okay, machen wir Stößchen hier, Stößchen, so. Oha! Das ist geil, Alter. So, wieder hier am Ständchen angelangt. Wieder ein bisschen Öl kaufen. Ein bisschen frisches Obst. Das muss sein. So, dieser steinige, hubbelige Weg soll uns laut Schild zum Dogs Beach führen. Ich bin echt gespannt, ob der Strand für die Hunde jetzt hier unten ist. Ne? Also man hat es ja schon ein paar Leute hier gesehen, so mäßig. Aber hier hinten ist halt eben echt nichts. Ne? Außer da, also noch weiter hinten, wo wir gerade hergekommen sind, da waren ein paar echt schicke Villen, haben so ein paar Villen hingebaut. Aber es gibt ein Dixie-Klo. Ja. Ich wusste gerade eben. 100 Metern, ganz
erreichst du. Ich musste gerade eben im Plodding, ne? Musste ich kurz pausieren und war eine Bombe legen. Also. Und siehe da, hier hinten, das ist die Brücke, wenn man hier auf Nien will, glaube ich, oder mehr, keine Ahnung, das ist ganz wirklich alles durcheinander. Auf alle Fälle sind wir jetzt hier gelandet. Das wird hier anscheinend alles neu angelegt, oder es gibt schon Ewigkeiten, ich weiß es bloß nicht. Auf jeden Fall darf man hier mit seinem Hundi, das ist schon der Hundi, mit seinem Hundi hierher. Also, ja, also ich vermute, weil hier ganz vorne sind eigentlich die Parkplätze. Und die Parkplätze hier sind eigentlich, glaube ich, gefährdet wegen der Flut. Aber mal gucken. Der Harrison. Harrison. Na, dann gucken wir mal, wie das Ganze wird. Weil Sonnen werde ich mich eh nicht. Weil ich knallrot bin. Aber, oh, da ist noch mal diese. Aber die zwei können hier ins Wasser. Da bleibe ich hier in meinem schicken T-Shirt und schicken Badehose. Badehose habe ich das trotzdem an. So, hier haben wir jetzt quasi unseren Schirm aufgebaut. Also so ein Kombi-Hybrid-Zelt, wie auch immer. So, letzter Tag heute in Dalmatien. Wir sind hier in Benkovac angekommen. Hier gibt es einen ganz bekannten Markt. Der ist einmal im Monat, zum jeden 10. im Monat. Und da gibt es anscheinend allerhand. Kannst du auch Lebendtier kaufen, wenn du Bock hast. Gibt es schon seit Mittelalter, sagt die Regie. Und ja, jetzt sind wir hier quasi auf dem Weg. Gucken uns das Ganze mal an. Gucken wir mal, wie weit wir hier überhaupt kommen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Also es schaut schon mal von hier aus riesig aus. So. Also ich keine Ahnung, was uns hier erwartet. Echt kein Plan, was hier los ist. Hä? Hey, wir sind halt wieder Fans. Jetzt haben wir Sprite Passionsfrucht. Letztens hatten wir ja Wassermelone. Gibt es hier gerade als Special Edition, nenne ich es mal, für 2,70,04. Und es schmeckt fantastös. Aber wenn der Mama jetzt hier gerade mit Kurse ist, dann kann ich das noch change. Gibst du mir das? Warum? Dann kannst du die Tasty machen. Das ist schon brutal geil, ne? Was finde ich jetzt besser? Wassermelone oder? Das hier. Ich glaube, also ich finde das Maracuja auch besser. Ja. Oha. Super. So, dann wollen wir kurz mal gucken, ob ihr das auch seht. Hinten ist ein Teil der Autobahn. Das sind alles Menschen, die nach Hause wollen. Meine Güte. Hier ist alles voll. Wir fahren heute Nacht erst.